Gar nicht mehr lang ist es hin, dann steht Weihnachten vor der Tür. Bis dahin allerdings müssen wir es noch mit normalen Folgen beschlemmen. Wie zum Beispiel heute. Können wir heute wieder die Millionen gewinnen? Lass uns mal rausfinden bei einer weiteren Folge Wer wird Millionär? Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär hier am Montagnachmittag bzw. Abend. Ja, letzte Woche Stream war nicht gewesen, da sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, aber dieses Wochenende ist ja Weihnachten. Wie wir da streamen werden, kann ich genau sagen, wahrscheinlich schon Freitag oder Samstag. In jedem Fall werden wir ja auch unser Weihnachtsspecial quasi machen. Ob das auf den 24. wird oder den 23. werdet ihr früh genug bei mir im Discord erfahren. Was die Show heute angeht, ja, eine ganz normale Folge erwartet uns und ebenso auch eine ganz normale Auslaufgabe, die heute folgendermaßen lautet. Und zwar, ordnen Sie diese Länder nach ihrer höchsten Erhebung von 321 bis über 4000 Meter. Deutschland, Niederlande, Polen, Schweiz. Also, wir sollten hier mal aufsteigen, das heißt, wir fangen wahrscheinlich oben bei Niederlanden an, schätze ich mal. Ja, dann geht's weiter nach Polen, dann kommt erst Deutschland und dann die Schweiz. B, C, A und D. Ich war's falsch. Das wussten gerade mal 5, am schnellsten war Spieler 8. Ein sehr überraschendes Ergebnis. Los geht's. Ich nehme die Risikovariante natürlich und wir starten mit den ersten 5 Fragen mal. Welche Backe weggeschauen zu Weihnachten massenhaft aus der Röhre? Sträßchen, Türmchen, Plätzchen, Brückchen. C, Plätzchen. Warum ist denn da der Ton aus? 100? Also irgendwas stimmt gerade nicht. Worauf kann man notdürftig übernachten? Schmettern, baggern, pritschen, blocken, pritschen. 200. Wie nennt man Scherz aus jemanden, der sich in Verein engagiert? Vereinsmüller, Vereinsschmidt, Vereinsmeier, Vereinsschulze. Der Vereinsmeier. Und 300. Gehen Sigmar Gabriel, Andrea Nahles und Frank-Walter Steinmeier in die Kirche. Da könnte man sagen, dass schwarze Johannisbeeren, grüne Tomaten, weiße Holunder, rote Beeten. Das D, rote Beeten. Und 500. Wer hat schon 2 Oscars gewonnen? Jim Döst, Don Schnarch, Luke Ratz, Sean Penn. C, D, Sean Penn. Immerhin das klappt. 1000. Welche Stadt hieß von 1924 bis 1991 Leningrad? Moskau, St. Petersburg, Kiew, Kiew oder Novosibirsk? Da nehme ich den ersten Joker. Ich fange mit Telefonjoker mal an. Die Nummer 2 bitte. So, wie heißt die Stadt? Moskau, St. Petersburg, Kiew und Novosibirsk. Kann lediglich später in St. Petersburg. Das ist doch mal ein guter Telefonjoker. Juhu!
dann immer weh. Gut, das haben wir erledigt. Wir gehen mal auf 2000 mit drei Joker noch. Johannes Hesters wünschte sich 1941, man müsste Klavier spielen können, Casanova heißen, im Lotto gewinnen, 100 Jahre werden. Da fliegt der nächste Joker durch. Ich entscheide mich mal für den Zusatzjoker. Schöne Vermutung zwischen B und D. Aber ich nehme mal Zusatzjoker. Nummer 2. Der Robert. Was einfach eine Rechte sein kann. Na dann, ab und an. Klavier spielen können. Stimmt das oder nicht? Jawohl. Beim Polizeiruf 110 ermittelt Jackie Schwarz und Hauptkommissar Herbert Schmaus, Schmöwe, Schmücke, Schmurmeltier. Kommissar Herbert, also Vermutung wäre direkt mal zu Antwort B oder C aus irgendwelchem Grund. Klingt beides so gut irgendwie. Schmurmeltier schließe ich mal aus. Schmaus auch. Was machen wir denn da? Jetzt noch einen Joker nehmen oder raten? Ich glaube, ich muss mir helfen lassen wieder. Ich befürchte, ich muss das Publikum anfragen. Schmöwe, Schmücke, Wenn jetzt 50-50 B und C stehen bleiben, habe ich ein Riesenproblem. Ich riskiere, glaube ich, C? Nee. 50-50. Nein! Oh, ist das böse. Das ist jetzt böse. Ich würde sagen, jetzt nehme ich keinen zweiten Joker, jetzt rate ich drauf. Schmücke oder Schmöwe? C. Keine Ahnung wieso, aber C. Wunderbar. Oh. 8000, nur noch das Publikum ist da. Was ist Magenta für ein Farbton? Gelb, Rot, Blau, Grün. Magenta. Magenta, wo zählt Magenta? Zählt zu Rot oder Blau? Also, ich glaube, Magenta bildet schon an der Seite Blau her aus, eher. Magenta, Blau. Ich bin überfragt. Es ist eher. Also, es ist so ein. Weiß nicht, hier so, ne? Es ist eine Mischung aus Rot und Blau. Ich glaube, es ist stärker Rot als Blau. Es ist so. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, weil.
Magenta, hier hinten der Farbton, das könnte so drauf kommen. Hier der Bereich, so. Sieht man das hier gerade? Ja. Hier sowas, das könnte so Magenta irgendwie sein. Das hier ist zu rosa dafür. Rot oder blau? Ich bin immer überlegen gerade. Ich würde sagen, es könnte vielleicht, ne? Ein stärkeres Rot sein, weil blau ist nur so leicht drin. Publikum, sicher. So, wisst ihr es, die gerade zuschauen? Was Magenta für einen Farbton? Gelb, Rot, Blau, Grün. Es ist nicht gerade unbedingt einfach. Mal gucken, was würdet ihr denn sagen? Schreibt es in die Kommentare. Eher für Rot, also. Dann nehmen wir auch Rot B. Jetzt sind alle Joker weg, verdammte Axt. Und zwei davon waren schon unnötig gewesen. 16.000. Ein Rechtschreibfehler ist nicht immer eine. Lappalie, 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 Lappalie. Lappalie, die Frage hat man schon mal gehabt, oder? Ich glaube, das schreibt man mit einem P, aber Doppel-L. Das müsste C sein. Und oder was A gewesen? Ich glaube, das war C gewesen. Hey, nee, warte mal, jetzt muss ich das überlegen. Lappalie. Was mit 2P? Jetzt muss ich das überlegen. War es 2P und ein L oder war es ein P, 2L? Ich. Verdammt. Entweder habe ich die Frage hier schon mal in der Folge gehabt oder ich habe es offscreen gespielt. 2P, 1L oder 1L, 2P. Ich riskiere es mal mit den 2P. Oh Gott. Letztes Wort. Oder war es doch ein C? Ein Rechtschreibfehler ist nicht immer eine. Lappalier, jawohl. Immerhin. Gut, wir sehen auf 32.000 mit dieser Frage. Welcher Freund von Winnie Pooh wurde 2003 zum Titelhelden eines großen Kinoabenteuers? Tiger, Ia, Rabbit, Ferkel. 2003 Winnie Pooh Film. Das müsste Ferkel gewesen sein. Ferkels großes Abenteuer, glaube ich. Oder gab es einen mit Tiger? Das war, glaube ich, Ferkels großes Abenteuer, wenn ich das richtig weiß. Ist das schon eine Weile her, aber ich kenne es noch. Ich riskiere die Ferkel. Wobei ich sagen könnte, die Ferkel, letztes Wort. Ich habe gerade überlegt, ob es der Tiger war oder der Ferkel. Na
Hunt zum Titelhelden wurde. Ferkel, jawohl! Gedächtnis, lass mich nicht im Stich. Wir haben immer noch, wir haben schon seit drei Fragen keinen Joker mehr. Wessen wundersame Geschichte erzählte der Dichter Adelbert von Chamisso? Wilhelm Meister, Peter Schlemiel, Münchhausen oder Franz Sternwald? Das ist so eine Frage, entweder weiß man es oder man weiß es nicht. Ich kann mir gerade keinen einzigen Namen von denen vorstellen. Allerdings, wundersame Geschichte. Das heißt, er hätte es schon mal bestimmt irgendwo vielleicht am Rande mitbekommen. So ist es sowas Kleines, Nebensächliches. Wessen wundersame Geschichte? Adelbert von Chamisso. Gehen wir mal über die Namen raus. Einfach zum Aufschlussprinzip. Peter Schlemiel würde ich wegfallen lassen, weil es irgendwie für mich nicht so, naja, nicht so geil klingt. Wilhelm Meister klingt möglich, keine Ahnung. Münchhausen auch, naja. Franz Sternwald, ich weiß nicht. Es müsste, wenn ich jetzt raten würde, beim 50-50 A oder C sein. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich habe blind keine Ahnung. Die Namen klingen nur irgendwie gut. Aber es kann falsch sein. Ich glaube, dass wir es hierbei belassen werden. Ja, doch, das war's für mich, glaube ich. Ich sag ja aus, das war's. Wir lassen es hierbei. So, was hätte ich geraten? A oder C? Und es wäre B gewesen, was ich hier erst ausgelassen habe. Das war eine gute Entscheidung. 32.000 Euro reicher. Gut. Und damit geht's in die nächste Runde. Mit dieser Frage. Orte, diese berühmten Städte, Strände von Nord nach Süd. Oh Gott. Copacabana, Timmendorfer Strand, Bondi Beach, Miami South Beach. In der Auflösung. Die Reihenfolge von Nord nach Süd beginnt beim Timmendorfer Strand, dann folgt Miami South Beach, dann kommt Copacabana und dann Bondi Beach, B, D, E, A und C. Das wussten alle außer Spieler 2. Am schnellsten war Spieler 3, Kali. Oder Flug. Jetzt mal die klassische Variante zum Schauen, wie weit wir kommen. Los geht's. Was bekommt jemand, der eine Enttäuschung hinnehmen muss? Schiff, Böd, Dämpfer, Göndel. Ein Dämpfer. Okay, bei den ersten 5 Fragen fehlt die Musik aus irgendeinem Grund. Wenn jemand mit dem griechischen Alphabet vertraut war, kann man davon ausgehen, dass er auch würzige, pikante, herzhafte, delikate. Das ist ja auch pikante. 200. Eine Bloody Mary ist einer weit verbreiteten Ansicht nach bestens geeignet als Hundekuchen, Vogelfutter, Katergetränk, Saufraß, C-Katergetränk. Und 300. Wer sagte, mein Gott, was soll aus Deutschland werden, wenn wir nicht mehr, wenn, was soll aus Deutschland werden, wenn ich nicht mehr da bin? Dieter Bohlen, Susan
Danke, Berti Vogt, Konrad Adenauer. Das könnte auf Konrad Adenauer herauslaufen. Andererseits ist es auch so ein typischer Bohlenspruch irgendwie. Nimm mal Telefonjoker. Was soll das Deutschland melden, wenn ich nicht mehr da bin? Gute Frage. Wer sagte das? Dieter Bohlen, Susan Scharnke, Berti Vogt, Konrad Adenauer. Okay, leg ich stehe. Hättest du mir den Joker sparen sollen, danke. Und 500. Das Portemonnaie sollte Frauen vergessen, lädt die Freundin zur Dessous-Party. Da steht's schon, A. Da waren es noch zwei Joker, 1000 Euro Frage. Einer der erfolgreichsten Singles aller Zeiten ist der ewig Merlin komponierte Bing Crosby Hit Silent Night, Jingle Bells, Mary's Boy Child, White Christmas. Bing Crosby Hit. Ist von denen White Christmas? Der Bing Crosby Hit. Also, ich würde jetzt mal sagen, es ist D, aber ich habe keine Ahnung, ob es von denen ist. Ich nehme mal D. Wir müssen Joker sparen spielen. Jawohl. Gut geraten, Alter. Sau gut geraten. Was ist ein Freischwinger? Akrobat, Stuhl, Glocke, untreuer Ehemann. Also D klingt interessant. Ein Freischwinger könnte ein Akrobat sein. Ein Freischwinger. Andererseits eine Glocke könnte auch sein. Freischwinger, das klingt nach A oder C. Ich tippe mal, das ist... Wobei, warte mal. Wie heißen denn diese komischen Stühle? Ihr kennt die doch. Die sind so... Wie sehen die aus? Die haben doch so einen komischen Bogen. Also quasi einmal unten die Unterseite. Dann geht auf der Vorderseite diese Stangen gehen nach oben. Und biegen sich nach hinten zurück. Also das ist quasi, wenn man nach hinten so in den Stuhl reinschaukelt. Wie heißen die denn? Ich nehme mal 50-50. Okay, dann ist es B. Und wir haben 2000. Mit 1,3 Metern ist der Pinneberg die höchste Erhebung der Insel Helgoland rund um Entenhausen der ehemaligen DDR im Ruhrgebiet. Der Pinneberg. Es gibt auch hier diesen Ausdruck Pinneberger. Pinneberg in rund um Entenhausen? Naja, weiß ich jetzt nicht von, ne? Ehemaligen DDR. Pff. Oh, kann ja sein. Im Ruhrgebiet schließe ich auch aus. Also, da ich wenig weiß, wüsste dort Entenhausen einen Berg hat, schließe ich mal auf A, obwohl ich keine Ahnung habe. Helgoland. Versuchen wir es einfach mal. A. Bei der ehemaligen DDR, komm. Die Berge sind 100 pro höher. Rund um Entenhausen, Wüstenitz und Ruhrgebiet. Ich habe keine Ahnung. Und es stimmt schon wieder. So, 8000. Welcher Maler wurde nur 37 Jahre alt? Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer.
Die Frage hat man doch schon vor 2 Wochen oder so. Ich hab aber lustigerweise die Antwort vergessen. Deswegen muss der Joker, ja? Und der Publikumsjoker, bitte. Wer wurde nur 37 Jahre alt? Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer? Helft mir doch mal auf die Sprünge. Sagt mir gerne die Folgennummer und sagt mir, wer es war. Wir stimmen mal ab. Es ist wieder B, 36%. Dann nehme ich B, der Vincent van Gogh. Sieht auch interessant aus hier oben irgendwie. Die Ansicht hat irgendwie was. 16.000. Cassiopeia hilft bei der Suche nach Goldminen, Speisepilzen, Steuerflüchtlingen, dem Polarstern. Das weiß ich aber sowas von nicht. Keine Ahnung. Cassiopeia, das könnte so, es könnte D sein, es könnte aber auch irgendwie so, vielleicht A sein. Speisepilzen, also C klingt am meisten Quatsch. Für mich kehren erst am spontansten in Frage A und D. Allerdings habe ich keine Ahnung, deswegen lassen wir es hierbei bleiben. Letztes Wort, ich lasse es hierbei bleiben. Das war's, 8000 nehme ich mit. So, A oder D? Der Polarstern, verdammt. Also wir hätten in der Theorie die 16.000 haben können, aber wir sollten uns mit 8.000 zufrieden geben. Das war eine gute Runde. Und eine gute Folge für diese Woche. Das war die Montagsfolge und wir sehen uns gleich morgen Dienstagabend wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die tollen Aufrufe von euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Tag, schönen Abend, kommt gut nach Hause. Und denkt dran, am Wochenende ist definitiv Stream, entweder Freitag oder Samstag, denn wir wollen ja auch hiervon ein kleines Weihnachtsspecial machen. Das war's für heute, bis dann, haut rein und tschüss.